So langsam nervt es. So langsam nervt es. Also wenn es nochmal abbrechen sollte, ist Feierabend. Das sage ich jetzt schon mal. Wenn es nochmal abbrechen sollte, ist Feierabend. Das kann man ja keinem zumuten hier. Geht es jetzt wieder oder? Ja, da vielleicht. Frosches schläft schon. Frosches ist es nicht. Frosches ist es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt erstmal das funktioniert. Wie gesagt, wenn es nochmal abbrechen sollte, ist für heute Feierabend. Weil das wäre dann das... Ne, ist jetzt schon das dritte Mal. Ist jetzt schon das dritte Mal. Beim vierten Mal höre ich auf. Hoffen wir mal, dass es aktiv bleibt. So. Autsch. Hoffen wir einfach mal das Beste. Weil es beunruhigend ist, die Zeit wird immer mehr weitergezählt. Naja. Und für Himbeeren. So. Wo muss ich denn rein? Da vorne, glaube ich. Juhu! Ich bin live! Wusste ich ja noch gar nicht. Danke, Bot. Danke, Stream Elements, dass du mir Bescheid sagst. Lieb von dir. Manchmal hat man auch einfach nur Pech, ne? Autsch. Okay, warte mal. Das ist ein komischer Bot. Ja, für einen Bot habe ich jetzt gerade erst mit Streamen angefangen wieder. Deswegen... Ne, damit alle wissen, dass ich wieder live bin. Scheiß Internet, ey. Habe ich doch sonst nicht solche Probleme, ne? Heute mit dem heiligen Schein. Stärke schwillt in eurer Brust, an dem ihr die Inspiration anwenden könnt. Sind die Inspiration? Verteidigung? Es ist halt das Geile. Ich kann Inspiration anwenden, aber... Was ist das hier? Okay. Na, mal schauen.
krass sein. Rast du auch mal wieder an? Können wir hier, wenn sie bezwingert hat, etwas fortführen? Natur, okay. Etwas stärker. Ration hätte damals gebraucht bei der. Mit deiner Hostie. Ich sag nur keine Delfine. Das ist sehr einfallsreich, ja? Willst du was gegen Gandalfine sagen? Na los, Papa, sag was. Gandalfine ist ein sehr schöner Name. Punkt. Der ist wunderschön. Das lässt mich nicht in Ruhe mit dem Namen. Ist echt so schlimm. Ich weiß nicht, irgendwie, ich wollte halt den Namen Gandalf irgendwo behalten. Was wäre denn sonst eine andere Alternative zu Gandalf im Weiblich gewesen? Da gibt es nichts. Gandalfchen. Gandalfchen. Gandhi. Nee, Gandhi ist auch männlich. Es gibt da halt nichts. Gandalfine oder Gandalfinchen ist schon mit das Beste. Wenn man Gandalf halten will. Der hat sogar Fell auf seinen Arm. Leiche eines schwarzen Reiters. Also, das Pferd eines schwarzen Reiters. Die Leiche. Oh Gott, ich sollte heute nicht mehr reden. Oder? Ich glaube, ich sollte heute nicht mehr reden. Bringt ihr da dann das Hauptzeug? Also jetzt wieder zurück oder was? Na gut, ich werde jetzt sowieso hier erstmal durchrede. Okay. Na gut. Dann rede ich halt weiter. Wer soll das sonst machen? Ich setze dich einfach ins Voice und dann redest du. Wäre eine Möglichkeit. Du redest und ich verscheuche die Leute. Ein guter Deal. Das ist ein Kargul. No way. Komm schon, warum denn nicht? Wo Gott? Alter, das ist Level 75. Weg! Das ist einfach bei Hodes Scheiß Level 75. Verpisst euch! Verpisst euch! Ich werde eh sterben, aber verpisst euch! Oh ne, ich werde doch nicht sterben, oh Gott sei Dank. Level 75! Oh, heilige Scheiße! Mhm. Okay. Weiß ich Bescheid.
Wobei, warte mal, ich kann die Viecher auch hier draußen besiegen, ne? Genau die da. Wolltest du sie nicht verscheuchen? Jetzt verscheuchen sie dich. Klappe! Ist ja gut. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Ich habe halt übersehen, dass die einfach mal 30 Level mehr haben als ich. Kann passieren. Manchmal. So. Brauche ich nur noch einen von denen. Ach, jetzt geht das schon wieder los. So. Eine brauche ich. Dich da. Ich in Laufgalopp. Über Stock und über Stein. Und weiter weiß ich nicht. Ach, das sind tägliche Aufgaben scheinbar. Mit den Böcken und so weiter. Gut, das macht die ganze Sache etwas schwieriger mit dem Ruf. Ja. Wie viel kriegt man? Das sind aber bisher die einzigen Quests, die wir hier haben. Ehrenwerte Pink Fluffy Unicorn. Ich muss das immer noch hinkriegen, dass da so ein Ding langläuft. So ein Einhörnchen. Geht bestimmt irgendwie. Also diese Fledermäuse sind echt rar gesät. Das ist jetzt aber alles, glaube ich, für die Elben von Buchta, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Der ist noch eine Fledermaus. Flitter, flatter Fledermaus. Brauchen wir noch zwei.
Weil das auch so einfach ist. Es wird so ein riesiges Gebiet angemarkert und du findest einfach keine. Da ist eine. Warum ist die Kampfmusik eigentlich noch da? Ich habe das Gefühl, ich habe einen Soundbug. Will ja nicht sagen, aber ein bisschen. Das Zwergeneisen. Wahrscheinlich stört mich jeder Wolf gleich. Oder? Nee. Jungtalbock. Fledermaus. Bist du? Ich habe das Gefühl, sie haben in dieses ganze Gebiet gerade mal 4 oder 5 Fledermäuse reingesetzt. Einer. Die letzte Fledermaus wahrscheinlich. Dann geben wir das Hirschfleisch einmal kurz ab. Und dann geht's aber zu Ella da zurück. Kümmern wir uns halt erstmal straight um die Main Story. Kartoffeln! Hallo! So, Platin nehme ich auch einmal. So, Platin. Ich merke auf jeden Fall, dass ich langsam Muskelkater kriege. Ich habe vorhin tatsächlich mal wieder mit Gymnastik angefangen. Ich dachte tatsächlich, vielleicht hilft das, wenn ich anfange Sport zu machen wieder. Aber ich glaube, es hat also diese Rückenübungen, die man ja machen soll, wenn man Rückenschmerzen hat. Ich glaube, das hat es so schlimmer gemacht als besser. Was benötigt ihr? Ach, besser fühlt sich das nicht an. Musik nervt. Was war das? Ich will das erst, wenn du regelmäßig machst. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich befürchte, dass ich vorher auch erstmal tierische Schmerzen haben werde, bevor es überhaupt was bringt. Ich bin aber froh, dass wir wenigstens Final Fantasy 2 fertig gekriegt haben.
Für den 17 Haarstream am Sonntag muss ich mir auch noch was überlegen. Von 18 bis Ende habe ich einen Plan, was ich zocke. Aber in den 8 Stunden davor weiß ich so nicht. Ich hadere ja gerade so ein bisschen mit mir. Weil ich wollte eigentlich in der ersten Dezemberwoche wollte ich eigentlich mit The Witcher anfangen, also mit dem zweiten Run Witcher. Ich weiß nicht. Ich bin kurz davor, dass wir am Sonntag schon starten mit Witcher. Ich weiß es noch nicht. Ich war heute so müde und habe Kartons geschleppt und einen Scherenwagen gezogen. Sie sitzt wieder ein bisschen in den Oberschenkel. Oh, scheiße. Das stelle ich mir auch mies vor. Wobei für Sonntag habe ich sogar noch ein anderes Spiel. Aber da weiß ich ja nicht, ob ich das wirklich 8 Stunden durchziehe. Das ist eigentlich nichts, was mich länger fesselt als, sag jetzt mal, 3 Stunden. Kartoffel? Langsam nervt die Musik. Die Musik hat, glaube ich, echt einen Hänger. Ich werde wohl erst ab Nachmittags dabei sein. Und so Chris wahrscheinlich bei meinen Eltern pennen. Ein kleiner Neffe schläft auch da. Ja, alles gut. Alles gut. Ich bin ja lang genug da am Sonntag. Dafür bin ich dann bis zum Ende da. Sofern du vorher nicht einschläfst. Was benötigt ihr? Mit eurer Erzählung kann ich das Rätsel langsam lösen. Ich glaube, ich weiß nun, was geschehen ist. Eingekesselt zwischen dem Rest von Frodos Truppe und den Fluten des Bruin wurden die Neuen in den Tosern Strom getrieben. Einer von ihnen konnte jedoch in dem Durcheinander entkommen. Halbtot hat sein Ross ihn durch die verborgenen Kanäle in einem Ort gebracht, wo der fast formlose Reiter neue Kraft tanken konnte. Sein Pferd hat er zurückgelassen und ist in der Wildnis untergetaucht. Ohne seinen Umhang wäre er unsichtbar für uns. Ein böser Schatten im Wald, wenn er ihn wieder anlegt, dann nur um seiner Stärke eine Form zu geben. Das bedeutet, dass er die ganze Tortur unbeschadet überstanden hat und sicher wie angreifen wird. Die Zeit läuft uns davon. Okay. Nicht genug Platz? Ernsthaft? Oh lol. Oh. Okay. Dann einmal kurz wieder was verkaufen. Ach, diese Musik nervt gerade. Irgendwie. So, dann mache ich die Musik erstmal aus. Würdet ihr eine Minute trägt ja keiner. Für mich opfern? Nur starten das Spiel. Ich will es gerade nicht riskieren. Wegen dem Internet. Ich bin gerade froh, dass es alles so läuft, wie es gerade ist. Ich
Ich will das gerade irgendwie. Nee. Denn sobald sie das Spiel gestartet hatte, gab es ja direkt Probleme. Nun wissen wir zwar mehr als zuvor, aber immer noch nicht genug, um Sicherheit für all jene zu schaffen, die hier leben oder durchreisen. Wo ist der fehlende Nazgul? Sein Ross war unser größter Verbündeter bei dieser Sture. Denn während er seinen Umhang ablegen und so nahezu unsichtbar werden kann, war sein Ross eine sterbliche Kreatur, deren Spur man folgen konnte. Jetzt ist die Kreatur tot, entweder vor Erschöpfung oder durch die Hand seines Meisters gestorben. Und es wird schwer sein, den Nazgul zu finden. Schwerer ja, aber vielleicht nicht unmöglich. Ich bitte euch, nach dem Lader zurückzukehren und Herrn Glorfinde um Rat zu fragen. Er gilt allgemein als sehr weise und hat vielleicht eine Idee, auf die wir noch nicht gekommen sind. Er berät sich oft mit meinem Vater und hat Mithrandir und er schaut sich oft das fallende Wasser beim Haus meines Vaters an. Er könnte uns dabei helfen, den fehlenden Nazgul zu finden. Auf der anderen Seite mache ich natürlich auch nicht mehr so lange. Allein schon wegen meinem Rücken. Ich hoffe, dass ich jetzt einmal euch kurz allein lassen kann. Mich einmal kurz... mir einmal gemütlich eine Hose anziehen kann. Ohne, dass jetzt hier gleich... der nächste...